Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Israel Adesanya vs. Jared Cannonier, dieses Event erwartet uns gegen Ende 2022. Dana White hat den Kampf zwischen The Stylebender Adesanya und The Killer Gorilla Cannonier nach der UFC 271 festgelegt, an dem beide Männer erfolgreich ihre Gegner beseitigt haben. Ein Grund mehr, warum der Boss der UFC nicht gezögert hat, wird die krasse Leistung von Jared Cannonier gewesen sein, die er gegen Derek Brunson abgeliefert hat. In der zweiten Runde bei 4 Minuten und 29 Sekunden erledigte Cannonier Brunson mit KO Elbows, holte sich die Performance of the Night mit der Aufforderung an Dana White. Well, I want to say this while I'm looking Dana in his eye. Hey, Dana! Dana, look at me! Hey! Quit distracting Dana! Get Dana! Get him! Get him! Dana, I want that shot next! Der Nächste zu sein, der um das Gold kämpft. Das ist der zweite Sieg in Folge, nachdem er zuvor Calvin Gastelum am 21. August 2021 durch Decision besiegt hat. Jared Cannonier hat in seinen letzten 6 Kämpfen insgesamt nur eine Niederlage erlebt, die gegen Robert Whittaker durch Decision. Bei der vorherigen 3 Kämpfe Winning Streak verbuchte Siege über Jack Hermanson, Anderson Silva und David Branch. Israel Adesanya, der nach wie vor König des Mittelgewichts bleibt, das Kapitel Robert Whittaker mit 2 Siegen endgültig beendet hat und mit nur einer Niederlage gegen Jan Blachowicz bei seinem Versuch auch im Light Heavyweight durchzustarten wird im Herbst oder Winter diesen Jahres ging Jared Cannonier mit einer Reach von 203 cm ins Oktagon steigen. Jared Cannonier bringt 197 cm in den Kampf. Beide haben ungefähr die gleiche Reichweite. Der Körpergrößenvorteil liegt eindeutig bei Israel Adesanya mit 1,93 m. Jared Cannonier unterliegt hier mit 13 cm. Den Nachteil wird Israel Adesanya definitiv nutzen können, so wie bisher. Der Killer Gorilla sollte trotz allen Vorteilen seines Gegners nicht unterschätzt werden. Eine Überraschung ist denkbar, ob der Top-Anwärter Jared Cannonier, der Platz 2 der Rangliste belegt, in der Niederlage ist, einen Schocker zu bringen. Besprechen wir in einem neuen Video ausführlich. Hat dir das Video gefallen? Entscheide selbst, lass ein Abo da. Hasta la vista, take it easy.